Hallo und herzlich willkommen zum 35. Internationalen Dokumentarfilmfestival München, dieses Jahr in der Online-Edition DocFest München at Home. Also herzlich willkommen an alle, wo auch immer Sie sitzen mögen in der Republik. Deutschlandweit sind wir ja am Ausstrahlen. Und ich freue mich, begrüßen zu dürfen gleich zum Gespräch über deren Film Sommerkrieg. Louis Wick, der Produzent, und der Regisseur Moritz Schulz, genau. Ich bin Christina Tollock, ich arbeite beim DocFest als Redakteurin und als Programmerin für den Stream Award. Und ja, ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass Sie auch für den Kino-Kino-Publikumspreis abstimmen können, der von BR und Dreisat gestiftet wird. Den finden Sie in der Ecke auf der Filmseite zum Film. Ja, herzlich willkommen, ihr beide. Hallo, hallo. Eine Produktion aus Ludwigsburg, und ich habe schon gehört, ihr sitzt auch da in der Nähe. Bin ich da richtig? Also untereinander in der Nähe, ja, wir sitzen, weiß ich nicht, einen Kilometer auseinander in Ludwigsburg. So. Aber ist ja Social Distancing jetzt, ne? Genau, das ist die gesetzliche Mindestgrenze, hoffentlich unter Filmstudierenden, dass man mindestens ein Kilometer. Ja, schön, dass ich euch hier heute treffe. Natürlich schade, dass wir nicht zusammen im Kino sind. Aber ihr hattet ja Gott sei Dank schon eure eure Premiere problemfrei auf der ITWA letztes Jahr. Könnt ihr da kurz was zu erzählen? Wie war das denn, euren Film so auf der großen Leinwand zu sehen? Ja, also ich meine, es war natürlich total aufregend. Die ITWA ist ja wirklich nochmal ein ganz besonderes Ereignis. Es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich persönlich auf der ITWA war und dann gleich mit dem eigenen Film. Das ist natürlich der Hammer. Und ansonsten, naja, also es war interessant zu sehen, dass es irgendwie auch auf dem Festival, wir hatten da irgendwie insgesamt sogar 5 Screenings, was schon irgendwie mir sehr viel erschien. Und dass man aber merkte, dass es so über den Verlauf des Festivals irgendwie so eine Dynamik entfaltete. Der Anfang, die Premiere selber war so, tatsächlich irgendwie relativ oll, weil da waren noch gar nicht so viele Leute, aber es wurde immer, wie mit jedem Screening wurde es voller und am Ende war es ausverkauft und irgendwie, also da hat man irgendwie gemerkt, da sprang so ein Funken über oder so. Das war cool. Ja. Oder, Louis? Ja, die ITWA ist natürlich auch eine Plattform, um ins Gespräch zu kommen, also mit anderen Filmemacher und Filmmacherinnen, aber auch mit Leuten aus der Industrie. Und mit jedem Gespräch wird natürlich der Flyer verteilt und man trifft sich auch hinter den Screenings und spricht darüber. Deswegen, da war wirklich, wie Moritz schon sagt, echt eine Dynamik am Ende da. Ja, schön. Also beim DocFest Forum könnt ihr das natürlich auch bei uns machen. Und wir bieten euch natürlich auch die ganz große Bühne deutschlandweit gesehen zu werden. Und da freue ich mich natürlich besonders, über so einen politischen Film auch reden zu können mit dir. Wie war das für dich? War es das erste Mal in der Ukraine, dass du gedreht hast? War das ein unbekanntes Territorium oder bist du da ein alter Hase drin? Also ich habe schon vor 2-3 Jahren einen Film gemacht über die Ukraine, in der Ukraine. Damals ging es um Tschernobyl. Das war, also die Recherche begann sogar schon 2016. Und da seitdem hat mich das Land halt total fasziniert, weil das ja auch jetzt damals war der Maidan noch nicht so lange her, die Revolution noch nicht so lange her und irgendwie das war ein Land im Umbruch, das war fundamentale Veränderung, man spürte das auch bei den Menschen und es hat mich halt wahnsinnig fasziniert. Also irgendwie war da was ins Rutschen gekommen, ins Rollen gekommen, zum Guten zum einen, aber natürlich wie alle Veränderungen immer auch irgendwie mit einem Haken. In dem Fall in der Ukraine war der offensichtliche Haken halt der Krieg im Osten und mich hat da in der Zeit schon interessiert, wie stark und also wie tiefgehend, wie tiefgreifend das auf diese Gesellschaft sich auswirkt, dieser Konflikt, dieser Krieg, diese direkte anhaltende Konfrontation. Genau, und dann habe ich halt angefangen, mich für die Innenpolitik zu interessieren, also in der Ukraine und genau, und bin dann aber letztendlich mehr, also dass der Nationalismus wuchs, das merkte man schon. Das ist jetzt nicht universell für die Ukraine an sich, aber natürlich im Krieg ist es klar, dass die Leute da irgendwie zum Teil heftigere Positionen beziehen. Und das ist ja auch ein Thema, was schon die Revolution von vornherein begleitet hat, also dass es so einen rechten Rand gab. Und genau, und dann bin ich aber mehr oder weniger zufällig nun auf dieses Camp gestoßen. Die Organisation selber ist ja, wenn man sich mit der Ukraine beschäftigt, berühmt-berüchtigt. So. Also das ist ja, die ist jetzt nicht so unbekannt, aber diese Camps, das war ein Zufallsfund. So. Da habe ich einen Artikel gelesen, habe gedacht, abgefahren, das muss ich mal sehen.
Und Louis, hat sich der Moritz auch so passioniert auf dieses Thema angesprochen und du bist da sofort mit reingekommen? Oder wie war der Prozess? Wie habt ihr zueinander gefunden? Ich kann mich noch daran erinnern, wie Moritz mir das erzählt hat und meine erste Reaktion war, nie im Leben lassen die uns in dieses Camp. Ich war mir absolut sicher und ich meine, 4 oder 6 Wochen später wart ihr in Kiew. Deswegen, es ging dann doch alles wesentlich reibungsloser als gedacht. Auch die Kommunikation, die wir aufgebaut haben über mehrere Quellen, hat sehr gut funktioniert und wir haben aber von Anfang an auch mit offenen Karten gespielt, was wir da vorhaben. Und ein Filmprojekt in dem Umfang gab es dort einfach auch noch nicht. Deswegen, das war auch für die Neuland und deswegen war das schon wirklich eine Chance, auch für uns diesen Film dort zu machen. Ja, man sieht ja auch im Film, dass es auch thematisiert wird, dass die Kinder merken, dass sie in einem Film sind, dass sie wissen, was man sagen kann an manchen Stellen und was nicht. Gab es da Besprechungen vorher oder waren die einfach ganz natürlich, die Kinder? Die waren den Umständen entsprechend sehr natürlich, aber mit uns gab es nur am Anfang, man muss dazu sagen, bei diesem Camp und ich denke bei der Organisation insgesamt, also Azov oder Azovets, dieses Camp, da ist es so, die haben ein ganz ein zweischneidiges Verhältnis zu Medien und Berichterstattung. Und so einerseits wollen die natürlich nicht irgendwie so, also deren Radikalität soll nicht zu offenbar werden. Die wollen schon eher in die Mitte der Gesellschaft rücken, auch mit so einem Camp. Die machen auch so ein Kindercamp. Auch der Führer dieser Organisation sagt das selber explizit, weil wer kann uns denn misstrauen, wenn man Kinder zu uns schickt, um auf die aufzupassen. Also das ist auch eine, sagen wir mal, vertrauensbildende Maßnahme. Und zum anderen ist es aber so, die wollen trotzdem Berichterstattung. Und die ist meistens ja eher ambivalent bis schlecht. Und diese Berichterstattung wollen sie aber, um Öffentlichkeit zu erhalten. So, also ganz frei nach dem Motto, auch schlechte Presse ist Presse und man wird gesehen und wahrgenommen. Und es ist in der Tat so, Azov, die Organisation, ist sehr viel medial sehr viel präsenter als ihre eigentliche politische Größe und ihr Einfluss in der Ukraine selber. Das heißt ja nicht, dass es sich nicht auch ändern kann. Also so eine Präsenz erzeugt ja auch eben Wahrnehmung, erzeugt, also das gibt ja so ein Feedback-Loop dann. Das heißt, die sind auf eine merkwürdige Weise offen und auf eine merkwürdige Weise verschlossen, beides gleichzeitig, wegen diesen unterschiedlichen Maßgaben. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Was hast du nochmal gefragt? Ach so, genau, ja, ob die uns instruiert haben. Nee, und deswegen haben sie uns auch reingelassen, weil sie irgendwie Öffentlichkeit wollten. Aber gleichzeitig wollten sie das irgendwie ein bisschen kontrollieren. Am Anfang haben sie uns gesagt, wir stellen euch einen Übersetzer von uns. Dann haben wir gesagt, nee, das machen wir dann auf gar keinen Fall. Das wird nicht passieren. Das war dann auch kein Thema mehr. Und sie haben aber auch nie mit uns groß darüber geredet, was wir jetzt nicht machen dürfen oder zeigen dürfen oder so. Aber es war offensichtlich, das war eigentlich vom ersten Tag an offensichtlich und das sieht man ja auch im Film, es gab sowas wie so ein Verhaltenskodex für die Kinder. Also was dürfen die da sagen und singen und so. Und da gab es offensichtlich zwei Camps, nämlich das Camp, was wir sehen durften, was ja schon für sich gesprochen hat. Und dann gab es nochmal eine Ebene weiter, Sachen, wenn wir nicht mehr da sind oder so. Also, weil natürlich, also es sind schon immer mal wieder Journalisten da, aber die meisten Camps und die meisten Nächte und Tage dieser Camps, die sind natürlich ohne mediale Berichterstattung, ohne Kamerateam. Und da kann man nur ahnen, was dann da noch stattfindet. Aber eigentlich sind sie sehr transparent sozusagen. Ja, es muss ja auch spannend für dich gewesen sein, oder zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass du ja eigentlich auch aus dem Journalismus kommst und auch Politik und Geschichte studiert hast und dann vielleicht eher mit dem Quereinstieg zum Filmemachen gekommen bist. Sehe ich das richtig? Also was ist für dich der Unterschied zwischen dem journalistischen Filmemachen und dem Dokumentarfilmemachen, so wie du ihn jetzt umgesetzt hast? Oder was ist so der Gefühl, was ist für dich das Gefühl zwischen diesen beiden Dingen? Also ich glaube, der große Unterschied und das für mich so Interessante ist, also meine Überzeugung, und das ist ja auch irgendwie ein ziemlich einfacher Kalenderspruch, ist, dass sich alle großen politischen Ereignisse und historischen Ereignisse und so, die spiegeln sich im Kleinen. So, ne? Also das, du hast eine kleine Biografie und die kann wie so ein
wie so ein Prisma, wie so ein Wassertropfen, kannst du darin das größere Ganze sehen. So, ne? Und journalistischen Zugang wäre, dass du das alles so explizit machst, dass du das so durchdeklinierst, dass du dann sagst, das und das und das zählt zu dem und dem und dem. Und das hat ja auch seine, seinen Wert und seine Relevanz, aber es ist natürlich auch schön, irgendwie so die, die Menschen und ihre Schicksale einzeln zu sehen und darin zu sehen und sie als Individuen zu sehen und dann und nicht als größeres Ganzes und dann trotzdem zu sehen, dass die irgendwie in so einem politischen Kontext sind oder in so einem Struggle sind oder dass die halt irgendwie, also diese Geschichten unserer Protagonisten sind die Geschichten unserer Protagonisten, aber sie sind, stehen gleichzeitig für was viel, viel Größeres und für was ganz anderes und was vielleicht auch eher dokumentarisch als journalistisch ist. Uns in dem Film geht es ja auch um was Universelles. Es geht ja nicht darum, die Ukraine, die Organisation, diese Kinder und das ist dann das Ergebnis, sondern es geht darum, wie schaffst du den Nährboden für bestimmte extremistische Positionen? Wie ziehst du Leute dazu heran? Was gibt es da für Mechanismen? Warum gehen da Leute hin? Kinder vor allem, warum gehen die da hin? Was zieht die da an? Und das sind ja eher menschliche Antworten als politische. Und deswegen ist darin, ist es kein journalistischer, sondern ein Dokumentarfilm, weil letztendlich geht es um Liebe oder den, das Fehlen von Liebe und Anerkennung und so. Das sind ja jetzt keine politischen oder journalistischen Themen. Und trotzdem ja. Genau wichtig. Ja, auf jeden Fall. Man merkt, dass so ein Esstisch mit Eltern doch einen großen Unterschied machen kann in der Erziehung von Kindern. Ja, was war, wie seid ihr eigentlich zu diesen Protagonisten gekommen? Habt ihr die einfach spontan bei dem Camp gesehen und wusstet, das sind jetzt die Leute, die wir in den Mittelpunkt setzen werden in dem Film? Also, ich sag mal schnell was, dann darfst du wieder los, sorry. ich glaube, kurz und gut ist, dass wir hatten vor allem Glück. Also wir haben vorher mit der Organisation lange Kontakt gehabt, mit dem Azov-Regiment, also beziehungsweise der Dachorganisation von denen, die diese Camps betreiben. Und natürlich mussten wir Kontakt zu den Familien und den Kindern schon lange vor dem Camp aufnehmen. Und dann hatten wir schlussendlich einfach Glück so. Also bei beiden Protagonisten, die wir da im Film haben, war uns eigentlich sofort klar, die wollen wir haben. Aber so, also wir hatten jetzt nicht so eine breite Auswahl oder so eine einfache Möglichkeit, da Zugang zu finden, dass wir jetzt unter da Hunderten auswählen konnten, sondern wir hatten auch einfach Glück so. Also da sind wir. Aber das ist, also das Faszinierende ist, dass es wirklich auch die Archetypen von Personen sind und auch von den Personen uns so nahe gekommen sind, dass wir, also das eigentlich sofort klar war, die beiden sind es. So. Aber ja, Glück muss man haben. Ihr habt da sehr spannende Protagonistinnen gefunden. Also gerade, was mich besonders fasziniert hat, war, wie natürlich sie vom Russischen ins Ukrainische manchmal switchen und dann ermahnt werden, dass sie das doch nicht dürfen und so weiter. Was hat euch am meisten überrascht? Also vielleicht du zuerst, Louis, und dann kannst du ja nochmal, Moritz, was dazu sagen. Meinst du inhaltlich überrascht oder wie die Kinder sich... Was hat dich überrascht beim Drehprozess? Gab es da etwas, womit du überhaupt nicht gerechnet hast? Was, habt ihr einen Glücksfall gehabt oder... Also es gab tatsächlich die Situation, die, wie ich auch nach dem 20. Mal schauen finde, immer noch ein bisschen gestellt wirkt, aber es nicht ist. Und das ist die Situation, wenn sie vom Camp zurück nach Kiew fahren und wenn es diese Situation gibt, wie der Vater einfach anbietet, als wirklich guter Mensch sie mitzunehmen. Mhm. Und ich habe dann auch von Moritz erfahren, was das für ein Struggle war, den hinterher zu jagen und noch irgendwie Audio aus dem Auto mitzunehmen, weil das überhaupt nicht verabredet war, sondern einfach so passiert ist und in diesem Film so eine wirklich wichtige Note und so wichtige Statements setzt, weil über das natürlich auch dieser letzte Akt des Filmes eingeleitet wird und dieses Plädoyer für die Menschlichkeit und für das Miteinander. Das hat mich überrascht. Ja, schön. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob das, wie das zustande gekommen ist. Aber ja, spannend. Und du, Moritz? Was mich überrascht hat, also das sind ganz viele einzelne Sachen. Ich glaube, was mich überrascht hat, und das ist nur wirklich, auch das ist ja irgendwie eine, eigentlich eine einfache Feststellung, aber wenn man das dann so sieht, dass wenn man sich so ein Phänomen wie dieses Camp und die Leute, die damit zusammenhängen, anschaut, dann ist die Realität so viel komplexer und so viel widersprüchlicher, als man das erwartet. Wenn man in so ein Camp geht, dann denkt man eigentlich, das sind irgendwie so Nazi-Eltern, die ihre kleinen Nazi-Kinder in ein Nazi-Camp schicken. Und dann kommen wir da hin und treffen so einen Vater wie den Vater von Jasmin. Und ich würde
sofort sagen, den Mann würde ich auch selber gerne als Vater haben. Also der ist, und da ist auch nichts gespielt dran, das ist wirklich ein guter Kerl, also wirklich, wirklich ein guter Mensch. Und generell, Jasmins Familie ist wirklich, wirklich gut und hat das Herz am rechten Fleck und so. Und das und eigentlich ist er überhaupt nicht jemand oder die Familie eigentlich nicht der Kontext, den man erwarten würde, wenn man jetzt irgendwie denkt, dass sie da zu so einer kleinen Ideologin heranwächst. Und das ist so komplett konträr zu dem, was man sich vorstellt. Und trotzdem ist das dann so. Und trotzdem macht das irgendwie dann auch Sinn, wenn man sich das genauer anschaut. Aber es ist eigentlich total verrückt, also wie unscharf so ein Bild wird, je näher man da rankommt und dann solche Personen und Figuren kennenlernt. So. Ja, bei euch sind auf jeden Fall scharfe, gute Bilder geglückt. Das ist wirklich ein toller Film. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ja. Genau. Und vielleicht nochmal ihr habt jetzt so ein bisschen was über die Stimmung so gesagt, aber hattet ihr irgendwie mal so Bedenken, wo ihr dachtet, vielleicht sollten wir hier doch nicht sein? Oder wie habt ihr euch gefühlt mit dem Bild? Das Interessante ist, also für uns in dem Herstellungsprozess, in der Recherche und dann während des Drehs, also wir haben natürlich, ich schon auch von dem vorherigen Film, habe natürlich ein paar ganz gute Verbindungen, Freundschaften in so eine ukrainische, urbane, liberale, mit Filmfestivals beschäftigte Community. So. Und oder selber mit Filmen beschäftigte Community. Und die sind unglaublich nett und offen und also eigentlich wird man, also das sind wirklich zum Teil auch enge Freunde. Und als ich dann dahin kam und gesagt habe, ich will was über dieses Camp machen, dann war die Reaktion so heftig und so negativ. Und ich hatte gedacht, so aus einem deutschen Kontext, hatte ich gedacht, man kommt dahin und die sagen, ah ja, super spannendes Thema, super wichtig, da muss man irgendwie drauf schauen und so. Und das komplette Gegenteil war der Fall. Während wir gedreht haben, und das war genauso absurd, während wir gedreht haben und während der Recherche, war die Reaktion von der linken Seite des politischen Spektrums viel negativer und viel heftiger als von der rechten Seite. Also während die, das ist jetzt keine Aussage über generell diese Seiten oder diese Haltung, aber es war so auch so verkehrt, weil irgendwie das Azov-Camp, das hat sich natürlich irgendwie entweder keine Gedanken gemacht oder gefreut, dass wir da waren, wohingegen eben meine Kumpels und Bekannten und Freunde dort, die sind nicht richtig hart angegangen, weil da sind dann auch so ideologische Bilder oder so Vorstellungen im Kopf, dass man jetzt irgendwie, also ich komme da hin und ich mache jetzt da irgendwie, ich besudel den Namen der Ukraine, der neuen demokratischen Ukraine und mache russische Propaganda und so. Und wenn man das aber nicht macht, sondern sich da anders annähern will, dann gibt es da eigentlich gar keinen Raum für. So. Ja, spannend. Ja, dann vielleicht noch eine allerletzte Frage an euch beide. Was ist für euch noch in der Pipeline? An was für Projekten arbeitet ihr gerade? Also jetzt natürlich nicht so viel Raum mehr zum Drehen draußen, aber habt ihr schon irgendwie Pläne für was Neues? Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal fiktional, weil mit dokumentarisch ist eher schwierig. Also Louis, sag mal du, ich meine, wir dokumentarisch, also du kannst ja jetzt gerade ganz gut szenische Sachen vorbereiten, oder? Also wir haben uns natürlich ein super Corona-anfälliges Thema ausgesucht für den nächsten Film, nämlich was unter Grund spielen soll. Also unterirdisch in schönen, engen Räumen, dicht auf dicht in Bunkern, in Bergwerken. Und von daher ist das natürlich No-Go-Area momentan. Und wir wissen auch von unserer Uni-Seite aus nicht, wann wir dann wieder das Go bekommen, um weiter drehen zu können oder auch mit den Protagonisten weiter über Termine zu sprechen. Und deswegen momentan ist eher Zeit für szenische Entwicklung oder für Recherche. Ja, ja, aber ich glaube auch ganz praktisch, ich bin froh, also ich meine, jetzt Corona legt das alles lahm, aber ich bin auch, wäre auch froh, wenn es Corona nicht gäbe, mal einen Film im Inland zu machen. Eigentlich war das nächste in Deutschland geplant. Aber trotzdem muss ich sagen, auch weiterhin, die Ukraine als Land fasziniert mich so sehr. Und ich glaube, was ich gerne noch ganz schnell sagen würde, ist, das ist natürlich ein ukrainisches Thema
Und das wirft natürlich auch ein Schlaglicht auf ein schwieriges Thema in der Ukraine. Aber das ist keine Aussage. Dieser Film beinhaltet überhaupt keine Aussage über das Land als Ganzes oder über die Gesellschaft als Ganzes. Das ist keine rechtsextreme Gesellschaft, ganz und gar nicht. Und das ist nur ein bestimmter Teilbereich. Ein wichtiger, ein gefährlicher, aber nur ein Teilbereich. Aber das Land an und für sich und die Leute dort, es ist fantastisch und super spannend und weiterhin, also ich werde da bestimmt, ich werde da noch ganz oft hinfahren und ich werde da hoffentlich auch nochmal einen Film machen oder zwei oder so. Ja, das war doch ein sehr schönes Abschlussstatement. Ich hoffe auch, dass euch ist auf jeden Fall ein sehr menschlicher Film gelungen, der Dankeschön. Halt nicht nur das Schwarz-Weiß-Denken dann voranbringen soll, sondern halt auch, was die Beweggründe und Motivationen hinter bestimmten Bewegungen sind, genau. Ja, ich freue mich auch, irgendwann bald wieder in Kiew zu sein, hoffentlich, aber ja, das werden wir mal sehen. Vielleicht treffen wir uns ja da. Das ist schön. Nochmal kurz nach Kiew oder in das Azov-Lager mal reinschauen wollen. Der Film Sommerkrieg ist noch bei uns online verfügbar bis zum 24. Mai. Schauen Sie unbedingt mal rein.